Ich bin Arno und seit 27 Jahren jetzt bald arbeitslos. Ich lebe vom Amt, sehr gut sogar. Kann mich überhaupt nicht beklagen. Kann ich Ihnen empfehlen. Nein, ich kriege doch vom Amt. Ja, toll, ne? Das läuft. Ja. Guck mal, du arbeitest. Richtig. Für dich mit und für ihn. Ne? Ja. Ihr spinnt wohl. Sieh zu, dass ihr mit am Montag hingeht. Sonst werde ich beim Arbeitsamt anrufen. Und sage einfach, ihr wollt nicht arbeiten. Ich kann es doch beweisen, dass ich euch Arbeit besorgt habe. Und ihr nehmt sie nicht an. Sag mal. Mir fehlen die Worte. Ich bin nun nicht hier 54 Jahre arbeitslos, ne? 30 Jahre, aber keine 54. Ich habe auch was gelernt, Maler und Tapezierer. Ne? Aber abgebrochen nach 2 Jahren. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich kann ja malen und tapezieren. Jo. Ich bin ausgelastet. Wenn ich jetzt noch arbeiten würde, wäre ich ja überlastet. Und das geht auch nicht. Ich habe doch keine Lust, morgens aufzustehen, mich fertig zu machen zur Arbeit. Abends komme ich von der Arbeit und dann soll ich hier noch was machen. Nee, da bin ich doch geschafft. Ich hätte das früher vielleicht anders anpacken können. Aber no way. Ich weiß zwar nicht, was das heißt, aber ist auch egal. Es sitzt sich hübsch an. Scheiß drauf. So oder so kaputt. Aber Hauptsache, die denken an mich, sie schreiben ja. Das ist doch gut. Stellen Sie sich mal vor, man kriegt keine Post mehr. Es ist lächerlich, ja, darum lache ich ja auch. Wenn Sie mir das noch bezahlen könnten, das wäre nett. Ich kann doch nicht jetzt einfach von heute auf morgen anfangen, richtig zu arbeiten, wie normal, das geht die schon. Wenn ich jetzt einkaufen mache, jo. Und dann, was mache ich dann? Ist aber auch langweilig. Die kosten jetzt 89 Cent, aber ist mir auch egal, denn ich zahle es ja persönlich nicht. Also ich hole das nur, das Amt bezahlt das ja. Dafür kriege ich ja das Geld. 3, 4 Euro, das sind 8 Mark. Die sind doch nicht ganz dick, da können die selber essen. Wer soll das bezahlen, Mensch? Das Amt, ja, aber 1,92. Die letzten 10er schnell noch ausgeben. So, für mich eine Überraschung, ne? Ja, ich überrasche mich mal selber. Warte mal, den. 9,8. Ja. Der erste Schluck, ne? Ist ein bisschen, aber der zweite und das merkt man nachher nicht mehr, ob der gut ist oder nicht. So mit dir noch glücklich machen. Arno, du musst aber arbeiten. Das geht doch nicht so. Wieso muss ich arbeiten? Willst du so weiterleben? Ja, so ging es doch 30 Jahre lang gut. Warum soll es nicht die nächsten 10 Jahre noch gut gehen? Ja, verstehe ich nicht, Arno. Du musst mal was ändern. Nein, das geht doch nicht. Wieso geht das? Geht alles. Hast du schon mal 30 Jahre nicht gearbeitet? Nee, möchte ich auch gar nicht. Ich möchte lieber arbeiten. Nee, ich habe dir schon mal gesagt, Flo. Morgens aufstehen, das bin ich gar nicht gewohnt. Ich werde wach, wenn ich wach werde. Morgens aufstehen und denn dahin fahren, dann weiß man nicht genau, wo das ist. Mensch, Arno, dann fährt man doch 1 Stunde früher los. Ja, dann bin ich ja morgens und dann in der Kälte und alles. Ja, macht nichts. Dann werde ich doch krank. Pass mal auf, da stehen sehr gute und tolle, hilfreiche Stellenangebote. Ja, da lass du. Spielheim Aufsicht. Na, dann werde ich überfallen und... Ach, das ist Blödsinn. Ich helfe doch auch hier die Leute in der Umgebung. Ja, du solltest mal dir helfen mit Arbeit, Arno. Guck mal hier. Zeig mal her. Habe ich was Tolles für dich gefunden. Die suchen 20 Staplerfahrer. Was denn? 20 Staplerfahrer suchen die. 20? Ja, 20. Und du könntest einer von den 20 sein. Wo steht denn das? Ach, da oben, ich sehe das schon. Jetzt. Ganz groß. Mit Erfahrung. Ja, hast du doch. Ja. Da können wir noch mal zusammen hingehen. Kannst dich mal vorstellen. Und 30 Packer. Buchse Hunde. Da, wo die Hunde mit dem Schwanz werden, bist du. Ach, Quatsch, Arno. Das steht doch da oben. Ja, das ist doch gar nicht so weit, Buxtehude. Ja, wo ist denn das? Ja, fährst du mit der Bahn durch. Mit der R10. Nein, das mache ich nicht mit. Warum nicht? Nein, Flo, wenn es hier um die Ecke wäre, auch dann würde ich zwar zu spät kommen, aber dann bräuchte ich nicht so weit laufen. Zahle und sei freundlich. Ja, was soll ich sagen? Ist doch so.
Lächelnd sollen Sie mir das Geld auszahlen. Lächelnd. Bitteschön. Danke. Warum soll ich arbeiten gehen? Wofür? Für wen? Wer freut sich? Damit ich mich kaputt gearbeitet habe und genauso viel Rente nachher kriege, wie ich Sozialhilfe kriege. Nee, dann krieg ich doch gleich Sozialhilfe. Wofür soll ich denn arbeiten 50 Jahre und krieg noch weniger wie vom Sozialamt? Na, ich helfe dir doch gleich. Aber das läuft gar nicht bei mir. Da krieg ich gar nicht arbeiten und krieg so vom Amt. Und mehr. Ich kann den Rentner sogar noch was abgeben. Was denn? Wie lange kriegst du schon vom Amt? 50 Jahre. 40 Jahre. 40. Ja, das muss ja erstmal jemand nachmachen, ne? Das kann keiner. Das kann keiner. Nein, die sind nicht so intelligent wie ich. Nee, nee. Man muss wissen, wie, warum, weshalb und wieso. So ist das. Läuft nicht. Ich mach mich hier total kaputt. Ich will ja gerne arbeiten, aber... Aber nicht so viel. Für solche Leute müssen wir unser Kreuz hinhalten. Naja, sie sitzen ja nicht. Sie halten ja nun nicht, sie bücken sich ja nicht. Haben Sie eine Ahnung? Das haben wir schon 20 Jahre gemacht. Nicht? Oder glauben Sie, wir kommen nur hierher zum Sitzen? Naja, Sie sitzen doch. Jetzt, ja, und? Ich habe mich hochgearbeitet. Ja. Die Arbeit macht jeder hier, die Sie gemacht haben, und das etwas schneller. Ja, also, tschüss dann, ne? Und schön weiterarbeiten für mich. Bin doch lieb. Und hab die Haare schön. Ich bin witzig, sexy und ganz selten nur obszön. Ich bin doch lieb. So schnucklig anzusehen.